Hallo, ich wollte dich nur kurz informieren. Wir sind aktuell 24 Patreons und nehmen 68 Dollar im Monat ein. Und ich habe entschieden, mit dem Geld wird als allererstes ein Cover-Musikvideo gedreht. Ich habe mich die letzten Wochen um die Rechte gekümmert und es geht alles glatt. Und für die Produktion des Songs werde ich 500 Euro ausgeben. Und bis sie zusammen sind, was ich sagen wollte, wer helfen möchte, patreon.com/masterjam. Viel Spaß mit lustige Witze. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Brauche neue Freunde, die Alten sind alle erwachsen. Ich wette, dass Notre Dame eher wieder aufgebaut ist als der Berliner Flughafen. Der Hase bringt Eier und Schokolade zu Ostern. Unsere Katze bringt Küken und Mäuse. Nach meinem Tod werde ich mich vergewissern, ob auch alles beim Teufel angekommen ist, was ich ihm zu Lebzeiten runter gewünscht habe. Eigentlich hat schon lange niemand mehr sein Handy in die Mikrowelle gelegt, um es aufzuladen. Manchmal, wenn mir langweilig ist, wickle ich mich in ein Alufolie ein und spiele Dürüm. Ich glaube an Triebe auf den ersten Blick. Der Glöckner von Notre dampft. Seitdem der Saugroboter mir Nachrichten aufs Handy schickt, fühle ich mich weniger einsam. Ich bin froh, dass der Winter vorbei ist. Endlich wieder aus der Toilette trinken, ohne dass der Schal reinhängt. Was ist das? Nicht schon wieder der Schal drin. Wer glaubt, dass Sex das Geilste ist, der wird auch nie nach 12 Bier pissen. Ich habe gerade einen Mäusekopf vor der Balkontür gefunden. Ich glaube, meine Katze hat sich mit der Katzenmafia angelegt. Jetzt, wo Notre Dame bei Renovierungsarbeiten angebrannt ist, tickt der Big Ben ganz nervös. In Paris konnten die mit dem Osterfeuer einfach nicht warten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen lustige Witze-Session. Jetzt endlich in meiner neuen Wohnung auch in meinem Büro. Das hier ist Olli, der hilft mir heute. Und das da hinten ist Phil, ihr kennt ihn. Hallo Kamera! Wir haben 12.40 Uhr nachts, also... bitte. Wenn diese Klimagretel herausfindet, dass im Bier CO2 ist, sind wir alle verloren. Trinkwasser gilt erst dann als unbedenklich, wenn es in einer Brauerei aufbereitet wurde. Du glaubst an Sterne? Dummbatz. Das sind die Löcher, die in unseren Karton gestochen wurden, damit wir atmen können. Was ist knusprig und leuchtet hell? Ein Protonenstern. Gibt es im Puff eigentlich auch eine Probeviertelstunde? Man will ja nicht die Katze im Sack kaufen. Bleibt ihr auch immer mit eurem Fitnessarmband in der Pringles-Dose hängen? Fitnesslevel? Beim Sex wabbelt das Kinn anstatt die Titten. Und frisst sein Kratzeis. Also mein Geldbeutel nimmt das mit dem Kohleausstieg viel zu genau. Leere Streifenwagen sind die Vogelscheuchen für Autofahrer. Bügelbretter sind eigentlich Surfbretter, die ihre Träume aufgegeben haben und sich etwas Ruhiges im Warmen gesucht haben. Der fetteste Mann Deutschlands ist heute gestorben. Die Bestattung findet Donnerstag, Freitag und Samstag statt. Like und abonnier YouTuber. Like und abonnier YouTuber.